Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! 7 Soldaten, 7 Polizisten. Der Erfolg von UNAMID wird sich jetzt nicht am deutschen Beitrag entscheiden. Aber der deutsche Beitrag ist entscheidend, und vor allem es ist ein entscheidendes Signal an die Weltgemeinschaft und an die Afrikanische Union und an die Vereinten Nationen, dass wir es ernst meinen mit Verantwortungsübernahme und dass wir die Friedensmissionen nicht nur fordern und auch fördern finanziell, sondern dass wir uns konkret auch mit Personal daran beteiligen. Nichtsdestotrotz geht es dabei nicht nur um Symbolik und Solidarität, sondern wir haben auch in dieser Region ein handfestes deutsches Interesse, dass sich die Region stabilisiert und dass UNAMID ein Erfolg wird. Denn andersherum, wenn die Region um den Sudan und, im Sahelgürtel sich weiter destabilisiert, dann befürchte ich eine Kettenreaktion, wie wir sie an vielen Stellen schon beobachten können. Der Konflikt an einer Stelle führt dazu, dass Menschen fliehen, sich auf den Weg machen, meinetwegen in ein Nachbarland. Im Nachbarland entstehen dann wiederum neue Konflikte aufgrund von knappen Ressourcen und vielleicht auch ethnischen Auseinandersetzungen. Die Staaten bekommen die Situation immer weniger in den Griff. Die Menschen bewaffnen sich selber. Terrorismus, organisierte Kriminalität nimmt immer weiter zu und so weiter und so weiter. Und was wir in der Region erleben, ist, dass so eine Kettenreaktion auch immer oder beginnt sich einzusetzen. Nehmen wir den Beispiel den Südsudan. Wir haben gleich die Debatte danach. Alleine aus dem Südsudan fliehen im Moment 800 Menschen jeden Tag in den Sudan, um sich vor dem Bürgerkrieg zu schützen. Das verschärft natürlich im Sudan und in Darfur die Situation. Und in dieser ganzen Gemengelage in der Region ist UNAMID der zentrale Stabilitätsfaktor. UNAMID hat als wesentlichen Auftrag den Schutz der Zivilbevölkerung. Der Vorredner hat gerade schon genannt, die Camps, die eingerichtet werden, um die Zivilbevölkerung zu schützen. UNAMID ermöglicht es überhaupt erst, dass humanitäre Hilfslieferungen stattfinden können und die Bedürftigen tatsächlich erreichen. UNAMID überwacht die Menschenrechtslage und UNAMID ist ein wesentlicher Faktor in der Frage, in den Versöhnungsanstrengungen zwischen den verfeindeten Gruppen in den interkommunalen Konflikten. Deswegen ist es gut, dass es die Mission gibt, und die Mission hat auch schon einige Erfolge vorzuweisen. Ich erinnere mich an Debatten hier in diesem Haus, als wir die Situation in Darfur wesentlich kritischer noch betrachtet haben, wie sie heute ist. Nichtsdestotrotz, die Sicherheitslage ist weiter stabil, und die Region wird weiterhin auch auf UNAMID und den internationale Hilfe angewiesen sein. Aber jetzt nach 10 Jahren UNAMID und angesichts der etwas stabileren Situation ist es auch ein guter Zeitpunkt, dass die Vereinten Nationen sich um die Zukunft von UNAMID Gedanken machen und die Mission einer umfangreichen Evaluation unterziehen. Wir werden jetzt die ersten Ergebnisse davon im Januar erwarten. Wir begleiten das natürlich sehr konstruktiv. Aber meine Damen und Herren, und ich schließe mich da an den ersten Redner in der Debatte, Herrn Völpel, an, zentraler Treiber für die Neubewertung der Situation soll die Lage vor Ort sein. Und die Frage ist, wie wir den Menschen am besten helfen können. Und es sollen nicht finanzielle Fragen sein. Und ich bitte die Bundesregierung auch von dieser Stelle, sich dafür einzusetzen, dass auch in Zukunft die Friedensmissionen ausreichend sowohl personell als auch finanziell unterfüttert werden. Deutschland ist bereit, seinen Beitrag dazu zu leisten. Das haben wir hier im Bundestag mehrfach unterstrichen, sowohl im Haushalt als auch mit der Beteiligung entfernt vom Personal. Unser Beitrag ist nicht sehr groß. Es ist aber ein wichtiger Beitrag, symbolisch und politisch. Und wir sollten diesen Beitrag auch fortführen. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie um Zustimmung zu diesem Mandat. Danke sehr, Herr Kollege Brandt. Damit schließe ich die Aussprache.